Mal angenommen, du bewirbst dich für einen extrem seriösen Job mit dieser Frisur. Und jetzt mit dieser. Sollte ja keinen Unterschied mehr machen, denn wir leben ja in 2022. Oder? Haben Sie zufällig Mango-Eis? Bin ich schön? Sehr schön. Okay. Um das herauszufinden, habe ich einen Tag mit pinken Haaren verbracht. Aber davor erstmal ein paar Fakten. Man sagt, dass jede Frisur psychologische Signale aussendet. Und für junge Leute sind die Haare oftmals ein Experimentierfeld auf der Suche nach der eigenen Identität. Also egal, ob ich es möchte oder nicht, ich teile mit meiner Frisur irgendwas der Außenwelt mit. Und andere machen sich dann so circa ein Bild über meiner Persönlichkeit aufgrund meiner Frisur. Ob das wirklich stimmt, sehen wir heute. Geht schon. Da hinter mir ist jetzt eine Bäckerei und ich werde jetzt mal Brötchen holen gehen. Bäckerei hat zu, Alternative zum Frühstück, ein Eis. Hallo, ich hätte gern, haben Sie zufällig Mango-Eis? Mango? Ja. In der Tüte oder welcher Mango? In der Tüte bitte. Nur eine Kugel? Eine Kugel bitte. 1,40. Bitte schön. Dankeschön. Ups. Ups. Danke. Ciao. Das hat schon mal normal funktioniert. Mal schauen, was der Tag noch so bringt. Hey, erkennst du mich überhaupt? Aber wer ist der Clown? Also der Fake fällt, glaube ich, die neue Frisur, oder? Lass mich runter. Nächste Alltagssituation, U-Bahn fahren. Natürlich alles regelkonform, hier Fahrkarte entwerten und perfekt. Die U-Bahn ist auch schon da. Ziemlich voll. Da steigen wir dann aus. Ich bin echt ein bisschen froh, wenn ich ehrlich bin. Ich muss mich erst ein bisschen dran gewöhnen, glaube ich. Entschuldigung. Sorry. Dankeschön. Also da, muss ich ehrlich sagen, habe ich die Blicke jetzt schon wirklich brutal hart gemerkt. Es war teilweise auch ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Bin ich schön? Sehr schön? Okay. Also ein paar Leuten gefällt's. Und für ein paar ist es wahrscheinlich einfach komisch. Ich fall halt auf irgendwie, oder? Oder Fee? Aber wer ist der Clown? Wenn man denkt, sogar die alten Römer schmierten sich Taubenkot in die Haare, damit sie heller werden. Und nur eine Haarlocke von Beethoven wurde für 7.300 Euro verkauft. Und genau überlegt, alleine nur unsere Handfläche, die Innenseite des Fingers, Fußsohlen, Brustwarze und unsere Lippen sind als einziger nicht behaart. Also waren und sind Haare jetzt echt so wichtig für uns? Ich habe dann auf jeden Fall im Gym mein Workout rausgeballert mit den pinken Haaren. Und ja, es war ein ganz normales Workout und mein Statement seht ihr jetzt. Also ich würde sagen, wir haben hart Glück gehabt, weil es ist so gut wie niemand trainieren. So, Training habe ich jetzt leider frühzeitig beendet. Sie sehen nun die Standardausrede von einem faulen TikToker. Es war heute eigentlich kein Trainingstag geplant. So, ich habe gestern trainiert und Muskelkater des Todes. So. Das klingt mir nach einem klaren Fall von einer Laucheritis. Und die Sonne kommt auch raus. Also ich glaube, da kommen meine Haare noch besser zur Geltung. Ich muss ehrlich sagen, so jetzt so nach einer Zeit wird es mir immer mehr komplett egal. So. Also ich finde auch jetzt am Anfang der Innenstadt so, mit der Zeit ist es mir jetzt echt schon fast komplett egal geworden, dass ich so mit pinken Haaren herumlaufe. Liegt es daran, dass Wien als Innenstadt so hart tolerant ist oder dass in der Innenstadt einfach jeder nur auf sich selbst schaut? Ich fühle mich echt nicht unwohl oder so irgendwie jetzt gerade. Ich nehme alles zurück, was ich vorher gesagt habe. Wir sind gerade vor einem Café vorbeigegangen und fast jeder hat mich blöd angeschaut. Und jetzt wird die Straße schon ein bisschen befüllter und dann hört man auch so Leute, die so dann flüstern, wenn sie vorbeigehen, so von wegen, schau die Haare an. Nehme ich zurück so. Also man wird auf jeden Fall angestarrt und das schon sehr oft und sehr direkt und ich glaube jetzt gerade wieder. Ah ja, falls dir das Video bis jetzt gefallen hat, würde ich mich extrem über eine positive Bewertung freuen. Und dann war ich für etwas Sightseeing in der Innenstadt von Wien, obwohl Wien eigentlich meine Heimatstadt ist und ich sie eigentlich in- und auswendig kenne, aber ich habe mich dort einfach als Tourist ausgegeben, um halt zu sehen, wie die Leute so auf meine neue Frisur reagieren. Jetzt eine sehr alltägliche Machenschaft eines jeden, und zwar der tägliche Supermarkteinkauf. Ich wurde gerade vorm Supermarkt ausgedacht. Das war schon der perfekte Start. Ich wollte mir tatsächlich schon mal die Haare färben, einfach so aus Spaß. Keine Ahnung, so komplett pink oder so ein bisschen blau. Einfach nur, um zu sehen, wie es aussieht, weil vielleicht sieht es ja cool aus und wenn es nicht so gut aussieht, dann es sind ja nur Haare. Und was mich davon tatsächlich immer abgehalten hat, war mein Job damals, wo ich eben auch Kundenkontakt zu Fremden und auch älteren Leuten hatte. Und da nicht extra irgendeine unangenehme Situation aufgrund von meinen Haaren erzeugen wollte. Ich wollte in dem Job einfach nur mein Geld verdienen und so wenig wie möglich auffallen. Und das wollte ich mir nicht irgendwie versemmeln mit einer extrem auffälligen Frisur. Was brauchen wir überhaupt? Nicht, dass es wieder verfault. Ich kann mich nicht entscheiden. Was würdet ihr nehmen? Irgendwie hätte ich Lust auf ein Schokiges, irgendwas Schokiges. Müsliriegel. Mentos.
Okay, ich zahle mit Karte, bitte. Ups. Also irgendwie habe ich mich entweder hart dran gewöhnt oder es war wirklich gerade relativ wenige komische Blicke oder so im Supermarkt. Was meinst du? Die Kamerafrau, die meint, es waren schon einige komische Blicke. Anscheinend habe ich mich dran gewöhnt und mich lustet es gerade irgendwie auf so eine Currywurst und da ist der Brater der perfekte Ort. Aber ich glaube, dass ich da gar nicht so auffall. Oder die Leute glauben, dass ich eine Braterattraktion bin. Das Ungut ist schon, sag ich dir ehrlich. Aber dahinter ist eine Blaskapelle. Ich glaube, die feiern meine Haare. Da vorne ist die Currybude. Hallo, bitteschön. Ah, ich hätte gern zwei Currywürste. Okay. Und eine Frucade dazu, bitte. Frucade habe ich leider nicht mehr, ich habe noch Fanta. Okay, dann ein Fanta bitte. Und könnte ich vielleicht ein Hotdog-Brötchen dazu haben? Ja. Hat alles reibungslos funktioniert? Ja, dann würde ich sagen, Mahlzeit. Und dann habe ich mir meine Currywurst genüsslich gegönnt. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass der Tag komplett chillig war. Zum Beispiel in der U-Bahn oder in der Innenstadt gab es schon einige komische Blicke. Wie zum Beispiel hier der Kollege, der hat mich mit seinem Blick schon komplett auseinandergenommen. Aber ich wollte mit diesem Video jetzt niemanden bloßstellen, deshalb habe ich auch keine krassen Reaktionen gezeigt. Ich wollte einfach die Erfahrung selbst erfahren. Also ich habe eigentlich immer gespürt, dass mich heftig viele Blicke getroffen haben und einige davon haben es halt... Und hier waren eben auch welche dabei, die nicht so begeistert waren. Mir ist auch bewusst, dass diese pinken Haare schon ein Extrembeispiel waren und einige wahrscheinlich auch einfach hingesehen haben, weil sie sich nicht sicher waren, ob das jetzt wirklich meine echten Haare sind oder eine Perücke. Es gibt mit Sicherheit schlichtere Pink-Haar-Frisuren. Wie zum Beispiel die Haare von Stephanie aus Lazytown, mit denen wäre ich bestimmt weniger aufgefallen. Kleiner Joke am Rande. Ich hatte an dem Tag jetzt keine krass negative Situation erlebt. Also mich hat jetzt keiner irgendwie beschimpft oder mir irgendeinen blöden Spruch nachgeschrien oder so. Obwohl, eine Situation gab es da schon. Erkennst du mich überhaupt? Aber wer ist der Clown? Oh no. Aber was denke ich jetzt? Wie viel sagen jetzt unsere Haare wirklich über uns aus? Wie sehr wird man aufgrund seiner Frisur in eine Schublade gestellt? Also ich persönlich finde eigentlich, dass unsere Haare gar nichts über uns aussagen müssen. Jeder ist anders und nur aufgrund des ersten Eindrucks über die Haare kann man jetzt nicht die komplette Persönlichkeit und den Charakter einer Person erkennen. Ich denke, das ist eher so ein Schubladendenken, was überhaupt nicht zutreffen muss. Aber was ist deine Meinung zu Haaren und etwas auffälligeren Frisuren? Schreib's mir gerne unten in die Kommentare. Bis dahin, wir sehen uns nächsten Samstag. Peace. Ah ja, und Shoutout an alle OGs da draußen, die das Originalvideo schon vor über einem Jahr gesehen haben.